machen einen schönen Waldspaziergang bei 32 Grad. Milder. So. Lauf schon mal ein bisschen vor, ich komme dann gleich, dann können wir da Interview machen kurz. Also. Okay, ciao. Ja, es ist 20. Juli 2022, Blattzeit. Wir sind ja wieder im schönen Nordhessen. Und werden jetzt schön im Wald einen Spaziergang machen. Werden ab und zu an schönen Stellen versuchen, einen Bock zum Springen zu bringen. Die Bedingungen sind sehr heiß. Wir hatten eben noch 32 Grad. Kann natürlich auch sein, dass durch die Hitze, die wir aktuell haben, vielleicht im Rehwild auch zu heiß ist, dass gar nichts springt. Aber bei der Blattjagd weiß man das nie. Ist jeder Tag anders, jeder Tag spannend. Und hoffen wir mal, dass wir einen Bock auf die Läufe kriegen.
keinen Bock. Weibliches Stück, aber wenn es ein Schmalre gewesen wäre, hätte ich es liebend gern geschossen. Aber das ging ein bisschen flott. Mhm. Um anzusprechen, ob es ein Schmalre war oder nicht. Also ein Kitz ist anscheinend nicht direkt gefolgt, aber das hat ja nichts zu sagen aktuell. Es sah meines Erachtens auch noch relativ jung aus. Hätte gut ein Schmalre sein können, aber ohne ganz, ganz sicher zu sein, dass es kein Gesäuge hat, keine Spinne, lassen wir das mal lieber bleiben. Und Bock war auch nicht dabei. Sonst wäre der nämlich schön mit hochgekommen. Ist immer spannend, wie das weibliche Rehwild aufs Blatten reagiert, auf Kitzfieb. Freifläche, gucken mal, ob da einer springt. Schlechter von hier. Fast am Dorfrand. Und wir laufen im Wald rum. Ja. Wir entfliehen jetzt dem Gewitter und fahren in den Wald. Ganz schlau. Ganz schlau. ja. Wir fahren an eine nasse Ecke, eine Sohle, wo ständig Saunbewegung ist. Da haben wir keine jagdliche Einrichtung. Das heißt, wir versuchen da mucksmäuschenstill hinzukommen. Das haben wir Viertel nach neun. Und versuchen uns da im Gegenhang zu positionieren. Eine günstige Situation zu finden, wo wir schießen könnten. Die Saunen waren jetzt öfter im Hellen da. Und wenn wir ganz viel Glück haben, kommen sie heute Abend auch wieder. Lass mal die Blattzeit, die Blattjagd jetzt gerade mal ruhen. Für den Moment ist eh etwas windig geworden. Und hoffen, dass das Gewitter nicht so schnell kommt. Weil wir müssen uns mucksmäuschenstill, wie gesagt, dahin bewegen. Wir sind sehr, sehr nah am Einstand dran. Drücken die Daumen, dass das klappt. Das klappt schon. Es wird halt war das Wetter. Bestimmt. Ich
gedacht, dass wir vor den Sauen da sind und waren schon da. Schade, aber so ist das immer mit der Sauenjagd. Und sich jetzt auch absolut schwierig im Wald die anzugehen. Es läuft sich wie auf Cornflakes. Ja, hätte ich gesagt, schauen wir mal, ob Regen kommt, ob kein Regen kommt. Ja, nach der erfolglosen Jagd gestern, spät am Abend, kam dann noch Regen auf mit Gewitter. Sind wir heute Abend noch mal rausgefahren. Am 21. Juli, es hat in der Nacht gut geregnet. Es war nicht ganz so viel, aber man merkt, es ist deutlich frischer geworden. Erdboden ist wieder ein bisschen nass. Die Blattzeit ist noch voll im Gange. Und wir sind jetzt an eine Stelle im Revier gefahren, wo wir eigentlich sehr wenig jagen. Da haben wir uns heute mal dazu entschieden, mal in die Gegend zu fahren, uns mal überraschen zu lassen, was hier so rumspringt, ob was aufs Blatt springt. Gestern hatten wir keinen Bock aufs Blatt bekommen im Wald. Im Feld hatten wir welche gesehen dann und ja, werden jetzt ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen bergauf gehen, ein bisschen hügelig ist es hier, aber halb so wild und haben den Plan, jetzt erstmal auf Rehwild zu jagen und später haben wir uns fest vorgenommen, eine Sau zu schießen. Und gucken mal, wir sind, glaube ich, guter Dinge nach dem Regen oder auch mit dem Wetter jetzt. Es ist bewölkt, es ist relativ mild, dass wir ja, hoffentlich heute Beute machen. Mhm. Ganz, ganz sicher. Aber wir schauen, ob das was wird. Das haben nicht nur wir zu entscheiden. Das stimmt. Spielt das Schicksal eine Rolle. Aber jetzt haben wir passende Uhrzeit, kurz vor 8. Wir haben gestern gemerkt, dass es auf einmal um 10 Uhr schon sehr, sehr schnell dunkel wurde. Und ja, deswegen verlieren wir jetzt keine Zeit, pirschen in Ruhe los und lassen uns überraschen. Was ganz Wichtiges vergessen, sonst wäre das jetzt gleich nichts geworden. Ein Blatter. Schon mal einen Bock. Das sind jetzt gut knapp 400 Meter. Versuchen jetzt mal hier zu umschlagen, dass wir da hinter das Gras kommen. Da hocken wir uns hin. Und wenn sich alles beruhigt hat, dann versuchen wir mal zu platten und gucken, ob der kommt. Aufgeht, kommt aus dem Waldvorsprung, steht schön auf dem Feld, wie am Kugelfang.
Hier hinter uns müssen wir aufpassen. Und wenn halt einer von oben kommt, werden wir keine Chance haben. Es ist zwar auch wieder ein bisschen windig geworden. Gucken, ob die Töne gleich erhört werden. Wir müssen uns halt, wenn er wirklich hier hochkommt, versuchen echt klein zu machen, nicht mehr bewegen. Du bist nicht allein. Haie 4 ist immer. Ist immer geil. Ja. So, jetzt schauen wir nochmal ins Feld. He? Ja. Wir haben ja gesagt, das wollten wir nicht so schießen. Oh, nix. Nee, war nix. Ja, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Das ist immer cool. Da
Jetzt sind es 4. Sie passen ja eigentlich. Ja, 100%ig. Sie müssten eben noch weiter runterkommen, weil da oben habe ich auch keinen Kugelfang. Kann ich auf keinen Fall entschießen. Es kann sein, dass das dann halt gleich schnell gehen könnte. Als sie hier runter wechseln. Wie weit ist die Waldkante entfernt? Ja, das sind vielleicht 100 Meter, wenn überhaupt. Ja, doch 100 Meter werden es sein. Aber wir haben uns dazu entschlossen, jetzt hier auf die Kanzel zu gehen, weil da oben ranbürschen wäre vielleicht gegangen, aber wir müssen erst die Lage sondieren, was es überhaupt für eine Rotte ist. Deswegen hoffen wir jetzt, dass sie runterziehen. Hier von hier oben können wir es hoch ansprechen. Aber die aus der hinteren Truppe, oder? Ja. Wir standen jetzt vor den Zweien hier vorne. Das waren vielleicht 35 Meter, 30 bis 40 Meter. Und trotzdem kein Kugelfang. Das war das Problem. Der Schuss. Ja, wäre einfach gewesen, aber gerade so an der Grenze, dass man einen Kugelfang hätte, aber noch nicht genug. Das geht nicht. Ich hatte gehofft, dass die zwei hier vorne es noch nicht so ganz schnell kapiert haben, aber schnell genug. Ja, machen wir Feierabend für heute. Gute Chancen gehabt. Oder die gute Chance auf jeden Fall. Im Nachgang weiß man immer alles besser. Wäre man am Waldrand hergebürscht, hätte man vielleicht eine bessere Chance gehabt. Weiß man aber das vorher nicht. Deswegen ist es auch gut so, wie es ist. Wenn man jede Chance nutzen könnte und würde, würde, glaube ich, auch die Pirschjagd an Reiz verlieren. Das macht es halt spannend auch so. Na, wie wir jetzt wieder an Sound dran waren. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So können die Schweine jetzt halt nachts ein bisschen feiern. Party. Party, alle am Leben, alles gut. Dann gute Nacht. Gute Nacht. So, was brauchen wir noch? Immer viel zu viel. Heute gehen wir mal auf Nummer sicher und tarnen uns mal richtig. Überhaupt vor? Ja, wir gehen wieder in den Wald erstmal. Wir schauen, dass wir noch einen Bock kriegen. Wir waren jetzt schon mal draußen, das hat leider nicht geklappt. Jetzt haben wir den 30. Juli. 30. stimmt, ja. Ja. Blattzeit sollte, oder eher gesagt, die Rebrunft sollte voll im Gange sein. Und ja. Hoffen wir mal, dass es, ja, es ist relativ früh draußen. Es ist heute auch nicht so ganz heiß und daher ziemlich angenehm. Mal kurz vor 6:30. Ja,
und gehen jetzt mal wieder in den Wald und gucken auch mal wieder an Ecken, wo wir sonst nie gucken, ob uns irgendwas überrascht. Und ja, werden wir bestimmt jetzt erstmal 2-3 Stunden zu tun haben. Wir werden uns auch nicht so ewig lang an verschiedenen Ständen aufhalten, sondern gucken, ob direkt was springt. Wenn nichts springt, geht's weiter. Und später haben wir eigentlich noch einen Plan, noch Sauen zu jagen auf den Stoppeln. Ja, dann schauen wir mal, ob das heute klappt. Auf jeden Fall sehe ich jetzt schon, dass es ein wunderschöner Abend ist. Bestimmt. So, ich ziehe mir jetzt gleich was an. Es wird bitte nicht gelacht. Ich versuch's. Sollten bitte die Plattjagd so ernst wie möglich darstellen. Das muss nicht gut aussehen. Sexy. Ja, hat was. Ja. Effektiv. So, um das noch krönend abzuschließen, kommt jetzt eine schöne Mütze noch drauf. Oder? Mhm, sieht gut aus. Können wir so los? Jagdoutfit. Das wäre natürlich was für die Stoppeljagd. Auch relativ hell. Gerade hier den Buchenrauschen mit dem Grünen und dem Hellen oben drüber. Das ist mega. Ich glaube, wenn wir so durch den Wald laufen, müssten die Behörden verständlicherweise die Zuverlässigkeit nochmal prüfen.
Hörnern aus. Dass das Weibliche aufs Fiepen reagiert hat und gekommen ist und den Bock mitgebracht hat. Wieder mal ein Abend ohne Jagderfolg. Wo wir los sind, waren wir echt guter Dinge. An vielen Spots geplattet. Ich habe nicht jeden Ton getroffen, aber das macht gar nichts. Aber es war echt sehr, sehr verhalten. Ich hätte mit mehr gerechnet, aber man merkt wieder, dass man das selbst nicht bestimmen kann. Wir waren dann einer Stelle da kam auf jeden Fall, ich denke mal, es war eine Rege mit dem Bock. Die kam aber auch nicht näher. Das war so die einzigste Chance, die wir eigentlich hatten. Einen Bock haben wir noch mal gesehen, aber einen jungen Bock. Ansonsten haben wir alles gegeben, alles versucht. Und vom Wald ins Feld noch mal gegangen, da noch mal geplattet. Aber außer weiblichem Rehwild haben wir sonst leider keinen passenden Bock gesehen. Ja, dabei wäre das der perfekte Abend heute gewesen. Es ist windstill. Aber naja, der Abend ist noch nicht rum, beziehungsweise die Nacht. Wir werden jetzt nochmal unser Glück auf Sauen versuchen. Ich konnte in letzter Zeit öfter mal einen Überläuferkeiler bestätigen im Feld. Und ja, da schauen wir mal, ob wir den heute Nacht vielleicht noch bekommen. Ist jetzt alles fest, ja. Tobi, was jetzt passiert? Wir haben gerade einen Anruf bekommen von der Polizei. Ein Wildunfall mit einem Stück Rehwild. Würde wohl noch leben. Nichts Schönes. Und jetzt fahren wir dahin. Und ja, wenn es wirklich noch lebt, werden wir es erlösen. Erlösen müssen. Verursacher, ist auch die Polizei, wäre wohl weg, wäre wohl nicht mehr da. Nichts Untypisches, leider.
das Stück. Wo? Ich sehe es nicht. Hallo. Hallo. Ich bin der Jäger hier. Ja, ja. Ich hab's da. Da liegt's. Das war das Auto vor mir. Ich hab's hier hoch, hat an die Leitplanke gelegt, damit da noch einer drüber fährt. Eben hat's noch geahnt. Wir waren aber wenigstens schnell. Ja, wir waren zufällig gerade in der Nähe. Das Auto vorne hat mich mit dem Breitseite erwischt, das kam mir nämlich entgegengeflogen. Mhm. So, alle Mann weggucken. Der ist ohne Bremsen als weitergefahren. Aber ich habe das Kennzeichen durchgegeben. Ja, haben sie Polizei schon durchgegeben. Aber selbstverständlich. Sehr gut. Lieben Dank für Ihre Bemühungen. Jo, alles gut. Meine Nachbarn sind alle Jäger. Alles gut. Sehr schön. Schönen Abend. Jo. Tschüss. Spinne. Tja, jetzt haben wir verwaiste Kids oder zumindest eins. Ja, jetzt haben wir es auf dem Heckträger und ja, werden es entsorgen. Also verwerten werde ich das nicht mehr. Sieht meistens von innen, von außen sieht es meistens noch okay aus, aber von innen dann alles voller Hämatome. Ja, nicht wirklich für einen Verzehr geeignet. Wir haben eine Rotte Sauen ausgemacht. Jawohl. Genau an der Stelle, wo wir letztes Mal waren, oder? Ja, exakt die gleiche Stelle. Jetzt schauen wir, dass wir drankommen. Gehen gegen den Wind an. Und ja, lassen das Auto ein bisschen weiter wegstehen. Hoffen, dass sie so lange aushalten. Also erstmal einen Überblick verschaffen, was es genau für eine Rotte ist. Also ich glaube, ich habe mindestens 8 Stück gezählt. Erstmal schauen, ob Frischlinge dabei sind oder nicht. Jetzt haben wir erstmal einen kleinen Fußmarsch vor uns. 6 Kilometer. Also, Attacke. Gesehen, aber erst noch mal abwarten. Wir gehen noch ein bisschen näher, aber nicht mehr viel.
Highlife heute Abend. Ja. Ich weiß, wo wir angegangen sind. Ja. Es war eine Bache mit einem Frischling. Meine. Ja, die hatte unten einen Strich gehabt, einen Strich. Okay. Das sah aus wie ein Keilerchen. Aber der Frischling war halt dabei. Das ist ganz kleine Bache. Wir waren jetzt relativ nah dran. Das sind, ich schätze mal, jetzt keine 50 Meter. Und dann kann man auch mit der Wärmebildkamera ganz sehr, sehr genau ansprechen. Auf 80 Meter ist es meistens noch ein bisschen schwierig, aber so 50 Meter kann man dann schon einiges erkennen. Nichtsdestotrotz lassen wir die jetzt. Es war tot, aber geben ihr noch die 10 Minuten und gehen jetzt halt zum Auto zurück. Na, das sieht doch gut aus, oder? Ja. Klötze, Pinsel, perfekt. Das ist der Ausschuss. Der Ausschuss ist ein bisschen tief raus, aber steckt das Geschoss? So, erstmal Waffe entladen. Richtig gemacht. Da steckt das Geschoss. Das ist der Ausschuss. Ja. Kriegt man jetzt schlecht raus. Da spielt er noch. Du warst auch gar nicht so viel höher. Wie geht denn das? Nee, das ist der Ausschuss. Ja. Mal gleich gucken. Einschuss hier. Hier ist der Einschuss. Genau, ein bisschen weiter vorne. Das hat gepasst. Deswegen hier die Schneidezähne rechts und links. Die sind jetzt noch nicht mal in der Höhe von denen von der Mitte. Das heißt, ach, jetzt müsste ich einen schlauen Buchung, ich glaube 12 bis 14 Monate alt. Also so gerade Überläufer geworden. Hat die knapp über 30 Kilo, hätte ich gesagt. Hätte jetzt auch gesagt 35. Ja. Und sie hat ja super, Waldmannsheil. Waldmannstag. Hier oben ist ganz schön ergiebig, ne, was Säuren angeht. Ich weiß nicht, was die hier alles suchen. Wahnsinn. Deswegen werde ich jetzt einfach mal rüber zu Tobi fahren, den einfach mal überraschen.